Aber man kann davon ausgehen, dass das Erdbeben wahrscheinlich diesen Schacht hier einkrachen lässt, sobald wir durch sind. Wir hätten rechts und links gehen können. Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig, weil da hinten wären wir nicht weitergekommen, wie man sieht. Wieder eine Abzweigung. Also wieder speichern. Wir haben eben mit rechts um richtig gelegen, dann gehen wir jetzt links. Das kannst du laut sagen. Das ist offensichtlich eine Sackgasse. So, jetzt müssen wir mal gucken, was war das, was wir jetzt anziehen konnten? Wir hatten Handschuhe, wir haben 0,7er, 0,6er ablegen, aber die 0,7er müssen wir reparieren. Der Mantel hin. So.
müssen wir trinken. Da geht's. Da ist er direkt wieder an der Laufgeschwindigkeit, ne? Okay. Offensichtlich sind wir auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir speichern nochmal. Und laden. Weil wir wollen natürlich wissen, was denn auf dem anderen Weg gewesen wäre. Auf dem rechten. Ah, da ist ein Absperrabgitter. Okay. Hat sich die Frage direkt erübrigt. Aber dann wissen wir es wenigstens, ne? Offensichtlich ist wieder Nordlichtnacht. Mal gucken. So, meine Klamotten wieder. Einen Schaden bekommen von dem Erdbeben. Nein. Oh, ich habe aber jede Menge Wunden. Okay. Deck. Verwenden. Mal ein Behälter Schmerzmittel leer gemacht. Oh, steht da entering. Mine area authorized personnel only, no admittance without authorization. Ja, dass es hier gefährlich ist, das habe ich mir schon gedacht. Schlauer Spruch hier. Nein, so Schminenschächte sind doch nicht gefährlich. Wo denkst du hin? Also Stromkabel, die sind gefährlich. Danke für den Hinweis mit dem elektrischen Strom.
jetzt hier weiter? Ich vermute mal nicht. Da könnte es weitergehen. Wir gucken mal sicherheitshalber. Immer speichern. This elevator looks like the only way out of here. Wo es dahin geht. Wieder ein neues Kleidungsstück. Lass uns aber jetzt kommen. So. Hier wieder mal speichern. Auch eine durchgebrannte Sicherung. Aber das bringt es nicht wirklich. So. Aber ich ende hier mal die Aufnahme, während wir hier weiter den, das Bergwerk durchsuchen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.
Vielleicht geht es jetzt hier runter. Ich hoffe ja förmlich, dass wir nicht in einen neuen Bereich kommen. Damit ich wenigstens mal Gänge ausschließen kann. Aber... das ist wieder ein neuer Bereich. Das da oben scheint das aber zu sein, wo die Sicherung bekommen wahrscheinlich. Gott. Müssen wir noch mal eins überschreiben. Das Gefühl, wir müssen links rum. Ich will ja alle Gänge mal gehen. Boah, ich bin immer noch so schwer. Wir haben 2 Kilo an Kohle dabei. Fleisch brennt hier natürlich aus. Sieht hier aber richtig aus. Ich wette, wenn ich die Sicherung rausgenommen habe, dann ist es hier stockdüster. Ich will immer noch nicht aufstehen, ey. Gott. Okay. Aha. Wir können hier nicht runterspringen, das tut es nicht. Tatsächlich wieder zurück. Okay. 2 weitere Gänge zur Auswahl. Und es ist stockdüster.
ja geradeaus oder links? Ich würde sagen, ich speichere hier an der Stelle nochmal. So, was war der letzte Speicher? 12, 24, 27, 30, 35. So, das überschreiben wir jetzt. Und dann, was war der jüngste? Selbst 27. Dann nehmen wir den mal. Oder? Das war, glaube ich, der jüngste. Hä? 1240? Wie kann denn 1240 hier drin sein? Also nochmal. Wir haben hier 1240, 1230, 1227, 1224. Okay. Warum sehe ich den hier nicht? Na egal. So, wir waren eben da hochgegangen, jetzt gehen wir mal geradeaus. Ich denke, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, deswegen. Gucken, was hier noch ist. Ein Brecher ist. Boah. Aber mehr auch nicht. Ich glaube, das Brecheisen hatte ja noch 89%ige Qualität. Kann man austauschen, muss man nicht austauschen. Also dafür brauchen wir gleich nicht extra hier reinzugehen. Ah, da liegt noch Stoff. Hä? Wieso ist jetzt hier kein Licht? Muss ich jetzt gerade nicht verstehen. Eben als ich hier war, war doch Licht an. Gehen wir mal hier lang, was hier ist. Da wissen wir ja, dass das kreuzt sich ja da oben einfach nur. Wieso sind jetzt hier alles dunkel? Irgendwie hat der Spielstand nicht gerafft, dass ich die Sicherung zu dem Zeitpunkt ja noch eben noch nicht raus hatte.